Oh, hallo, heute wollte ich mal ein Video machen über meinen REV3 Amiga 500. Da habe ich jetzt endlich auch das richtige Laufwerk mit passendem Kabel, Floppy-Kabel und passendem Stromkabel. Ja, habe ich einige Zeit für gesucht und das ist es jetzt. Das ist das originale Xeon-Laufwerk, was immer drin sein muss. Ich drehe das mal andersrum. Okay, da auch den Aufkleber mal. Das ist sogar noch original. War wahrscheinlich noch niemals auf. Also das heißt wahrscheinlich, das sieht man ja noch, den originalen Aufkleber. Ja, und ist auf jeden Fall im REV3-Rechner ist immer ein Xeon. Ihr seht das, F354E sein Revision A. Ja. Da steht auch die Seriennummer. Und dann wichtig immer dieses Kabel. Also es gibt es dann mit blau-roten Streifen immer so hin und her. Ne? Verschiedene rot und blaue Adern sind dann hier im Kabel drin. Oder es gibt dann halt so mit hier rot und auf der anderen Seite blau. Aber es muss immer auf jeden Fall weiße Stecker dran sein. Ne? Dann ist das Kabel auch original. Und das Laufwerk selber ist auch mal ein bisschen länger. Daran erkennt das auch. Und halt oben glatt, ne? Und nicht geprägt. Wie zum Beispiel hier die späteren Laufwerke. Da könnt ihr hier sehen, das ist jetzt hier oben dann so eingeprägt. Na, daran erkennt man es auch. Und es ist auf jeden Fall auch ein bisschen länger. Sieht man jetzt schlecht, aber ist ungefähr so ein Stückchen, ist es länger. Und schließt dann auch nachher mit dem Blech, mit dem Abschirmblech, bündig ab hier an der Seite. Na, daran kann das auch erkennen. Ja, und dann gab es das halt noch dann mit diesen roten Kabel mit diesen Steckern, ne? Sieht auch an den alten Steckern hier, gab es das. Und dann halt auch noch ganz in Weiß gab es das wohl auch. Und dann auch noch in Bunt. Ne? Daran erkennt er halt auch, dass es richtig ist. Wenn da alles was anderes ist irgendwie, ne? Hier zum Beispiel das mit schwarzen Steckern, ist alles nachträglich geändert oder nicht original. Ne? Ja, das ist es jetzt. Das ist ein REV3 Typ 2. Na, der ganz frühe, die wurden glaube ich bis zur 22. Woche, wurden die Typ 1 gebaut. Die hatten also hier noch eine native Schaltung, na, mit Quarz hier. Und hier halt dann kein Quarz verbaut. Und ab der 22. Woche 1987, dann wurden die dann halt so ausgeliefert. Na, mit Quarz hier und keine native Schaltung mehr hier. Ja, und das ist jetzt mein schöner REV3. Tastatur habt ihr ja schon in einem anderen Video gesehen. Jetzt habe ich das letzte Puzzleteil halt auch noch, mein originales Xeon-Laufwerk. Ja. Und was auch nochmal ein Problem mit den Amigas ist, ist halt, dass die Füße mal gerne abgehen. Mir ist nämlich gerade einer abgegangen, muss schon wieder festkleben. Ja, Hauptsache ich habe die Originalen noch. Ich hatte ihn eben schon mal, war schon mal abgegangen, jetzt muss ich ihn wohl mal richtig festkleben, weil wenn man die verliert. Klar, die anderen Amigas sind wahrscheinlich die gleichen, aber es ist ja schön, wenn alles original ist noch. Ja, so viel dazu. Ne? Jetzt habt ihr auch noch mal mein letztes Teil gesehen, was fehlte. Ja, und jetzt ist er komplett und läuft schön. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Gerne einen Daumen hoch da lassen oder ein Abo. Ich freue mich. Ne? Bis dann, ciao.